Hi, ich heiße Nico Nopp und ich war schon als kleines Kind ein kreativer Kopf. Mein erstes Videoprojekt war eine Dokumentation über die Flora und Fauna unseres Gartens, die ich mit der Kamera meines Vaters drehte. Ich hatte immer gute schulische Bildung, doch konnte ich dies nie richtig schätzen, denn ich hatte weder während dem Unterricht noch während meiner Freizeit viel für die Schule übrig. Einen großen Teil meiner Zeit in der Schule verwendete ich dafür, Storybooks zu zeichnen und Videos zu planen. Meine Noten waren mir immer egal, solange ich durchkam. Ich hatte das Glück, mir schnell viel merken zu können, was dabei sehr nützlich war. Ich träumte Tag und Nacht von all den Filmprojekten, die ich umsetzen wollte, und ich hatte immer viele Ideen. Mein Schlafkontingent konnte nicht immer gedeckt werden, da ich keine Sekunde meines Lebens verschwenden konnte, um einfach nichts zu tun oder um früher ins Bett zu gehen. Die Videos hatten immer Priorität. Anfangs war es für mich ziemlich schwierig, Leute zu finden, die ihre Hilfe anboten, um meine Filme mit mir umzusetzen. Irgendwann in meiner Hauptschulzeit hatten wir jedoch ein Kurzfilm-Schulprojekt, bei dem wir Gruppen bildeten und eine Woche Zeit hatten, um mit unseren Handys und Windows Movie Maker ein kurzes Video zu produzieren. Dadurch fand ich sehr großen Gefallen an der Regieführung bei derartigen Videos und ein paar Leute, die mir halfen, über 2 Jahre lang jede zweite Woche einen Kurzfilm auf YouTube zu veröffentlichen. Was mich retrospektiv extrem viel weiterbrachte und einen massiven Grundstein in allen Bereichen des Filmemachens legte. Meine Schule bekam relativ schnell Wind davon und mein erster bezahlter Auftrag war ein kleines Imagevideo, welches ich für die Schulwebsite drehte. Ich war damals sehr stolz auf dieses Video und es war das erste Mal, dass meine Fähigkeiten von vielen echten Menschen geschätzt wurden, was sich schon besser anfühlte als die Klicks auf YouTube. Aufgrund dieses Imagefilms wurden andere Leute in meiner Ortschaft auf meine videotechnischen Machenschaften aufmerksam und ich bekam schnell einige kleine Aufträge für beispielsweise Eventvideos. Später arbeitete ich auch an großen Projekten für bekannte Marken über eine Filmagentur aus Amstetten. Und anders als es die meisten in meinem Alter getan hätten, kaufte ich mir mit diesem Geld keine Markenkleidung oder neue Smartphones, sondern neues Equipment für das Filmemachen. Ich gehörte daher damals nie zu den Coolen, aber es gab wenig, was mir mehr egal war als mein Status bei den Mitschülern, solange ich meine Kreativität ausleben konnte. Dadurch, dass ich beinahe alle Aufgaben meiner Videoproduktion selbst übernahm, wuchs mein Fundus an diversem Filmequipment mit jedem Auftrag und über die Jahre kam genug zusammen, um meinen ersten Spielfilm zu produzieren. Ich war damals 15 und ich hatte in meiner neuen Klasse glücklicherweise viele motivierte Freunde gefunden, die diesen Film mit mir umsetzen wollten. Wir waren ziemliche Nerds, was uns wohl zusammengeführt hat. Wir hatten alle eine gewisse Vorliebe für Fantasyfilme wie Herr der Ringe oder Harry Potter. Deshalb entschlossen wir uns auch selbst, einen Fantasyfilm zu drehen. Wir hatten kein Budget und trotzdem versuchten wir, das Beste herauszuholen. Wir bastelten unsere Kostüme selbst, schrieben das Drehbuch und filmten an öffentlichen Locations, die uns nichts kosteten. Wir investierten unsere gesamte Freizeit, um einen Film zu schaffen, auf den wir stolz waren. Das erste Mal, dass ich mich in die Arbeit des Regisseurs jedoch richtig verliebte, war, als wir unseren zweiten Fantasy-Spielfilm Koyo Clan drehten. Dieser Film entwickelte sich aus einem alten Fantasy-Universum von mir und ich baute als Regisseur eine sehr emotionale Bindung zu diesem Projekt auf. Und ich denke, wenn man ein Projekt auf diese Weise liebt, wird es immer das Beste, was man derzeit erzielen vermag.